Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Do-It-Yourself-Inspiration. Ich mache in diesem Video so eine tolle Ordnungsbox für Schmuck und man kann in dieser Box natürlich auch alles Mögliche aufbewahren. Ich habe aber auf jeden Fall jede Menge Schmucktaschen reingetan, schön sortiert und vielleicht möchtet ihr auch so eine Kiste nachmachen. Vielleicht ist bei euch auch gerade im Moment ein kleines Chaos und ihr braucht einfach dringend noch etwas, um ein bisschen Ordnung zu schaffen. Ich habe hier einen Pappkarton, das war ein Paket, das ich mal zugeschickt bekommen habe und das möchte ich jetzt einfach nochmal wiederverwenden. Dann habe ich eine Schere, sehr, sehr schöne Servietten mit einem Blumenmuster, ein Textilklebeband, Klebespray und Eierkartons. Da habe ich hier diese lilanen von den Löffeleiern. Die gefallen mir von der Farbe einfach ganz gut, aber man kann da natürlich auch alle möglichen Eierkartons benutzen. Ich habe davon hier 4 Stück. Mein Pappkarton, der lässt sich so einmal auseinanderfalten und flach auf den Tisch legen. Wenn ihr einen Karton habt, der sich nicht auseinanderfalten lässt, ist das auch kein Problem. Dann könnt ihr einfach das Gleiche, was ich jetzt so in flach mache, dann von der Seite und von oben und von unten von der Schachtel machen. Aber ich finde es so jetzt einfach etwas praktischer. Das erleichtert mir die Arbeit und am Ende werde ich den einfach wieder zusammenfalten. Unter die Kiste lege ich noch Zeitungspapier, um den Tisch zu schonen. Jetzt brauche ich die erste Serviette, die falte ich auseinander und dann versuche ich hier an der Seite die oberste Schicht abzulösen. Eine Serviette besteht ja aus mehreren Schichten und ich nehme die oberste ganz vorsichtig ab. Jetzt suche ich mir eine Stelle aus, wo es losgeht. Schüttel dieses Klebespray richtig gut. Mach Sprühkleber auf die Stelle. Dann reiße ich mir ein Stückchen von der Serviette ab und mache das hier auf die Stelle und drücke das einmal gut an. So geht es jetzt Schritt für Schritt weiter. Ich sprühe immer Kleber auf. Leg dann ein Stückchen Serviette drauf und klebt das schön fest, also drückt das leicht an. Am besten ist es auch, wenn man nicht zu große Stücke nimmt, also lieber immer etwas kleinere und so Schritt für Schritt die ganze Schachtel beklebt. So, jetzt habe ich schon einiges beklebt. Es ist nicht immer ganz einfach. Manchmal löst es sich ein bisschen ab, manchmal klebt es nicht so gut an, aber ich habe ein bisschen Strategien entwickelt dabei. Zum Beispiel hier vorne habe ich sogar ein ganz großes Stück aufgeklebt und das hat auch gut funktioniert. Also ich sprühe einmal die Farbe auf, oder nicht die Farbe, sondern das Klebespray. Und dann mache ich direkt da die Serviette drauf und mache mit dem Hand, mit der Seite von der Hand hier das Ganze richtig schön glatt. Wenn das dann einmal richtig gut angeklebt ist, dann hält das auch gut. Und so mache ich das Schritt für Schritt. Manchmal sind noch so kleine Stellen, die dann noch wieder hochstehen. Da mache ich dann einfach noch mal wieder ein bisschen Klebe drauf und drücke das Ganze so fest. Man darf das Ganze nicht zu ruppig machen, sage ich mal so, weil die Servietten ganz schnell reißen können. Deswegen lieber so mit so einer glatten Fläche, vielleicht mit dem Handballen hier, dass man das schön einmal so andrückt. Ich habe jetzt alles beklebt. Und ich muss das Ganze jetzt erstmal noch ein bisschen trocknen lassen und dran. Ich habe jetzt die ganze Pappe beklebt und lasse das jetzt erstmal ein bisschen trocknen. Und dann drehe ich das um, weil hier an den Rändern, da steht immer natürlich noch ein bisschen was über. Und das werde ich dann von hinten ordentlich abschneiden. Ich kann übrigens noch sehr empfehlen, das Ganze mit einem Klarlack entweder anzustreichen oder anzusprühen, damit das einfach noch ein bisschen robuster wird, damit die Serviette nicht beschädigt wird und deswegen einfach komplett nochmal einen Glanzlack drüber. Während der Klebstoff und der Glanzlack noch trocknen, mache ich schon mal mit den Eierkartons weiter. Ich schneide die in der Mitte auseinander und jetzt passt ja genau das hier in diesen Karton und so werde ich das gleich auch in die Schachtel machen. Also ich schneide jetzt hier noch ein bisschen am Rand was ab, damit das ordentlich passt. Und dann kann man hier oben Schmuck reintun und das damit so aus der Kiste rausholen. An den Rändern habe ich jetzt immer noch ein bisschen was weggeschnitten
Und ja, hier kann man dann zum Beispiel Ringe und Ohrringe reintun und das Ganze rausheben. Man kann natürlich alternativ auch die so nebeneinander machen, dass man ein großes Fach hat, wo man dann Ketten auch reintun kann oder Armbänder. Also das kann man ganz unterschiedlich gestalten, je nachdem, welchen Eierkarton man gerade da hat oder was man vielleicht auch mehr besitzt. Vielleicht hat man mehr Armbänder oder mehr Ohrringe und kann sich das dann so entsprechend machen. Ich finde, diese kleinen sind ganz praktisch für Ohrringe, für Ringe und hier dann eben die etwas größeren Sachen. Meine Pappe ist jetzt getrocknet und ich drehe die einmal um und schneide jetzt überall am Rand die Serviette hier ordentlich ab. Alle Ränder sind jetzt wieder ordentlich abgeschnitten und ich kann die Kiste wieder zusammensetzen. Jetzt befreie ich hier gerade noch dieses hier, um die Kiste wieder zumachen zu können. Und hier fehlt auch noch der Schlitz. Ich bin jetzt schon sehr, sehr zufrieden, weil mir das Muster super gut gefällt, also das Serviettenmuster. Und das ist auch irgendwie total schön, wie das so hingekommen ist. Also hier unten ist das mit den Streifen, hier oben drauf ist das schöne große Muster. Und man kann das jetzt hier auch schön auf und zu machen. Hier an den Kanten ist das zum Teil jetzt natürlich nicht ganz so schön. Deswegen habe ich ja hier noch das Klebeband, also das Textilklebeband. Und deswegen werde ich die Ecken einfach ein bisschen stabilisieren, indem ich da einen Streifen draufklebe. Ich habe jetzt nicht nur an den Kanten das Textilband aufgeklebt, sondern zum Beispiel hier vorne oben an den Kanten. Ich habe jetzt das Textilband nicht nur an den Kanten aufgeklebt, sondern zum Beispiel auch hier vorne oder hier oben am Deckel. Und hier innen, da habe ich auch erst noch ein Stückchen Klebeband drüber gemacht, damit der Karton wirklich gut hält. Und habe dann ganz dekorativ hier nochmal so ein Stückchen Textilband drüber gemacht. Ich finde, die Kiste sieht wirklich so schön aus. Ich bin so zufrieden, weil ich die Farben so gerne mag. Und jetzt fehlen wirklich nur noch die Eierkartons, um da den Schmuck drin aufzubewahren. Man kann natürlich mit der Kiste auch irgendwas anderes machen. Man kann da auch Briefe drin aufbewahren oder das Ganze einfach so als ja, Aufbewahrungstruf für irgendwas im Zimmer nehmen und dann schön irgendwo hinstellen. Ich werde jetzt aber hier erstmal diese Teile drin verteilen. Die Deckel. Davon habe ich ja 4 Stück. Einer ist noch hier drunter. Die 4 Deckel sind jetzt drin, aber hier an den Rändern ist noch ein bisschen Platz. Und damit da kein Schmuck reinfällt, nehme ich einfach so eine Serviette und rolle die so ein und stecke das dann hier so in die Lücke. Die Lücken sind jetzt ausgefüllt. Und wer möchte, kann das Ganze natürlich auch noch ein bisschen fixieren, zum Beispiel mit Heißkleber oder mit Alleskleber, damit die Kartons nicht hin und her rutschen können. Jetzt mache ich in jeden Deckel so einen Eierkarton rein und die kann man, so stelle ich mir das vor, wenn man möchte, dann rausholen mit dem Schmuck und ja, schauen, was man da so drin hat. Hier ist es noch ein bisschen eng, sehe ich gerade. Dann schneide ich einfach hier am Eierkarton noch ein bisschen Pappe ab, damit die auch wirklich gut hier nebeneinander passen. Auf jeden Fall kann man das dann rausholen, schauen, was man für Schmuck dran hat, dann wieder reinstellen. Oder wenn man mal hier zum Beispiel Armbänder reinmachen will, dann kann man die anderen noch einfach so stapeln. Und ja, hier Armbänder, Ketten. Das ist also ganz variabel, kann man das gestalten. Je nachdem, wie viele Eierkartons man auch so hat, ist das ja natürlich auch ein bisschen unterschiedlich. Vielleicht wollt ihr auch nur die Deckel nehmen, vielleicht nur die Eierkartons und hier Ringe oder Ohrringe reintun. Und ja, das kann jeder so machen, wie es dann bei demjenigen am besten passt. Bei mir, ich habe Armbänder, ich habe Ketten und auch Ohrringe ganz viele. Deswegen möchte ich das einfach so ein bisschen variabel halten. Meine Schmuckkiste ist jetzt fertig. Ich bin wirklich so zufrieden. Das ist so schön hier außen, dieses Blumenmuster. Also das trifft wirklich genau meinen Geschmack. Und wenn ich das Ganze aufmache, ich habe schon ein bisschen Schmuck reingetan. Das kann man natürlich jetzt super schön gestalten. Ich habe schon Ohrringe reingemacht, hier so eine Brosche und hier oben eine Kette. Da ist auch eine Kette, Ringe, Armreifen. Und je nachdem, was man dann benutzt, kann man das dann hier rausholen. Und man kann auch über mehrere Lagen was machen. Dann kann man hier unten drunter nochmal Ringe haben. Das dann wieder drauf machen. Also
wie man möchte, wie es eben so passt, was man eben gerade da hat. Vielleicht möchtet ihr auch so eine Kiste nachmachen. Vielleicht habt ihr auch so eine wunderschöne Serviette irgendwo gesehen und möchtet genau so eine Kiste haben. Ihr habt gesehen, es war gar nicht schwer. Es hat ein bisschen gedauert, aber das Ergebnis kann sich, glaube ich, sehen lassen. Schreibt mal in die Kommentare, wie euch die Kiste gefällt und ob ihr sowas nachmachen möchtet, was ihr in die Kiste reintun würdet, so wie ich, Schmuck oder vielleicht irgendwas anderes. Gerne einfach alles aufschreiben in den Kommentaren. Ich freue mich wie immer über einen Daumen nach oben. Sonst schaut auch unsere anderen Videos, abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!